Hallo liebe Leute, willkommen wieder zurück zu einem neuen Video. Heute ist das Thema Wasser. Wir werden ein paar Leute über ein Interview fragen. Wir sind gerade in wir füllen uns gerade Wasser auf. Und dann werden wir mit dem Fahrrad fahren und ein paar Leute fragen, was ihre Meinung ist über Wasser, wie gut es ist, wie wichtig es ist und wie sie es finden. Und tschüss und wir sehen uns später wieder. Bye. Hallo Antonia, was machst du denn da? Ich fülle Wasser ein. Wieso füllst du Wasser ein? Weil Wasser sehr gesund ist und damit ich noch mehr Fahrrad fahren kann und dass ich noch mehr sportlich bin. Wieso trinkst du jetzt Wasser? Ja, weil ich sehr gesund bleiben will. Wie viel Prozent glaubst du hat der Mensch in seinem Körper? Die Frauen haben 40 Mittelgramm im Körper und die. Das stimmt. Hallo, ich bin Laura Haarig. Wie heißt du? Mein Name ist Marcel Zauner. Marcel Zauner, ich werde dich etwas fragen über das Thema Wasser. Wie ist Wasser wichtig für den Körper? Wasser ist extremst wichtig für den Körper, da der Körper aus über 70% Wasser besteht. Dein ganzes Blut besteht aus Wasser, in den Muskeln sind Wasser, eigentlich in deinem ganzen Körper. Und ohne Wasser funktioniert dein Körper nicht. Und Wasser ist ein Menschengrundrecht. Jeder hat Anrecht auf sauberes Wasser und jeder muss normalerweise sauberes Wasser trinken können. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wie viel Prozent Wasser hat ein Mensch circa? Ja, eher so über 70%, so 75% oder mehr. Also auswendig weiß ich es jetzt leider nicht mehr. Wie viel Prozent hat ein Erwachsener? Ja, ein Erwachsener, ja eigentlich ja auch gleich. Also die Prozente verändern sich nicht wirklich von Kind zum Mensch, also zum Erwachsenen. Im Prinzip ist es immer gleich. Wie viel Wasser solltest du täglich trinken? Es kommt darauf an, je nachdem, ob man viel Sport macht oder nicht. Also vor allem, wenn man Sport macht, sollte man mindestens 1-2 Liter Wasser mehr trinken. Es kommt darauf an, wie viel man sich halt bewegt. Aber so im Durchschnitt trinke ich pro Tag ja gute 3, 3,5, 4 Liter Wasser. Und vor allem gleich nach dem Aufstehen in der Früh brauche ich meine ganze Flasche Wasser, weil sonst geht der Tag nicht weiter. Super. Und die nächste Frage, wie viel Wasser trinkst du? Ja, die habe ich ja gerade beantwortet. Kein Problem. Wie viel Wasser ist für die Gesundheit optimal? Also ich weiß jetzt nicht, wie viel die WHO oder so sagt, aber ich glaube schon so 3,5 Liter Wasser, also 2,5 bis 3 Liter Wasser sollte man pro Tag zu sich nehmen. Nicht nur in Getränken, sondern auch im Essen, weil überall im Essen ist ja auch Flüssigkeit drinnen. Zum Beispiel im Gemüse, ganz wichtig für den Körper, wegen der Vitamine, wegen der Mineralstoffe, Spurenelemente, Ballaststoffe, ganz, ganz, ganz wichtig. Okay, was glauben Sie passiert, wenn Sie nicht Wasser trinken?
Ja, also ich weiß, dass der Mensch nur gute 3 Tage ohne Wasser oder 2 Tage sogar noch ohne Wasser auskommt. Also der Mensch dehydriert, seine ganzen Körperfunktionen fangen dann nacheinander an abzuschalten, dann irgendwann einmal fällt man in ein Koma und dann stirbt man. Und das ist nicht toll. Ja, wollen Sie noch etwas sagen? Ja, ich bin Zumba-Instructor und wer interessiert ist an Zumba, der soll einfach auf zumba.com gehen und dann mich suchen. Ich bin der Marcel Zauner und sonst auch andere Kollegen von mir unterstützen und ja, keep on moving. Bye. Danke für das Interview und tschüss. Ciao, Papa. Tschüss. Nee, Spaß. Wer bist du? Tiger? Ja. Spaß, ich bin Spider-Man. Hallo, hallo Leute, willkommen wieder zurück. Ich hab wieder jemanden gefunden. Wie heißt du denn? Arne. Arne. Ja. Arne, ich werde ein paar Sachen heute dich fragen über Wasser. Ja. Wie ist Wasser wichtig für den Körper? Ja, hallo. Ich glaube, Wasser ist natürlich das Wichtigste für den Körper. Ich glaube, dass der Körper aus sehr viel Wasser besteht. Ich weiß nicht, wie viel Prozent, aber ich glaube, sehr eine große Prozentzahl, 80% vielleicht oder so. Man kann sich das nicht vorstellen, aber ja, ich glaube, es ist das Wichtigste, natürlich. Ohne Essen geht es länger als ohne Wasser, glaube ich. Jetzt kommt vielleicht eine schwierige Frage für Sie. Wie viel Prozent schätzen Sie, hat ein Mensch Wasser im Körper? Also, ich glaube 80% oder so. Zwischen 70 und 80. Weißt das du? Ich glaube 75 und manchmal auch ein bisschen runter, glaube ich. Ja. Wie viel Wasser solltest du täglich trinken? Ich glaube 2 Liter vielleicht wären gut oder so. Ja. Wäre gut, aber schaffe ich wahrscheinlich nicht immer. Wie viel Prozent hat ein Erwachsener mit? Ein Erwachsener? Prozent Wasser im Körper? Ja, aber es hat weniger als ein Kind. Ja, hat weniger Prozent als ein Kind, habe ich gelernt in der Schule. Okay. So, wie viel hast du? Ich glaube circa 75, weil ich gehe sehr oft raus und mache Sport und so. Ja, sehr gut. Ich vielleicht weniger. Wie viel Wasser trinkst du? Das ist natürlich schwierig zu sagen, aber ich versuche viel Wasser zu trinken, vor allem morgens nach dem Aufstehen, weil manchmal vergesse ich es. So, dann trinke ich einen Kaffee oder etwas anderes und das ist nicht so gut. Aber dann merke ich so um 10 Uhr, ich habe noch gar nichts getrunken. So, ich versuche immer nach dem Aufstehen gleich, direkt wenn ich aufstehe, gehe ich zum Waschbecken und trinke ganz viel Wasser. Wie viel Wasser ist für die Gesundheit optimal? Ich bin kein Arzt, ich weiß es nicht genau. Aber wir sagen vielleicht, ich bleibe bei 2 Liter. Was passiert, wenn du nicht Wasser trinkst? Erstmal werde ich ziemlich austrocknen. So, mein Mund wird trocken und ich bekomme vielleicht Kopfweh und bin nicht so fit und wundere mich warum. Und dann wird es, glaube ich, schlimmer. Also dann irgendwann natürlich würde ich sterben, das wäre schlimm, ja. Aber Gott sei Dank kann ich vorher etwas trinken. Wen wollen Sie jemanden grüßen? Ja, sehr gerne. Also ich grüße den Cher, den Finn, auch die Julia, den Hö auf jeden Fall auch. Die können leider heute alle nicht hier sein. Und außerdem grüße ich noch den Jabo. Wollen Sie noch etwas sagen? Ride on, Jabo. Danke für das Interview. Und tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.
Hallo Leute, willkommen wieder. Wir sind gerade stehen geblieben, weil wir waren durstig. Und jetzt trinken wir Wasser. Ein kleines Stückchen. Ja. Hallo, wie gut ist Wasser? Nach das werden wir weiter ein paar Leute suchen und dann werden wir weiter Radfahren und Spaß haben. Und ich hoffe, ihr werdet sehr viel Wasser trinken. Aber täglich immer 9 Tassen. Und also nicht so viel immer Coca-Cola und so täglich trinken. Das ist nicht gesund. Nichts mehr Wasser trinken. Weil wenn ihr nichts trinkt, gar nichts, werden schlimme Sachen passieren. Ihr werdet Durst bekommen, Hunger und werden dann ihr Wissen verschlechtern. Also bitte sehr viel Wasser trinken, weil wenn sie nicht Wasser trinken, könnte es sein, dass sie sich, sterben können, weil sie nicht Wasser trinken. Aber Gemüse essen ist ja auch wichtig, weil da sind auch Sauerstoffe, Vitamin A, C, B und so weiter. Also, ihr solltet mehr Gemüse, Banane und essen. Und tschüss Leute, wir werden uns später sehen. Tschüss. Die anstellen könnte, Check, check. Hallo Leute, wir kommen wieder zurück. Ich habe wieder ein paar Leute gefunden und werde ein Interviews sagen. Ja, scheiße. Wie heißt du denn? Sammy. Du? Sebo. Du? Bleart. Du? Mohammed. Ich werde euch ein paar 8 Fragen stellen über was ihr über Wasser und so findet. Die erste Frage ist: Wieso ist Wasser wichtig für den Körper? Weil es erstens gesund ist. Ist gesund und es wurde wissenschaftlich bewiesen, dass es gesund ist. Wasser braucht man für sein Leben. Früher hatten sie im Mittelalter, hatten sie keinen Saft und so, also mussten sie ja Wasser trinken. Und das wurde halt immer weitergemacht, bis heute. Heute trinkt man auch immer noch Wasser. Ja, das war's. Zweite Frage: Wie viel Prozent Wasser hat ein Mensch? In sich. Ja, in sich. Ich habe nicht in Biologie gelernt. Ich schon. 40% oder so. Ich sag so 25%. Okay, nein. Der Körper... 23%. Der Körper besteht fast aus Wasser. Bist du bitte? Naja. Ich sag 40, 50. Warte, ist schon zu viel. Bro. Lass mal so sagen. 27%. Ich sag 50. Es ist circa 75 und unter. Sehr gut. Ich habe ja auch gesehen. Wie viel Wasser solltest du denn trinken? Jeden Tag 2 Liter. Jeden Tag 2 bis 3 Liter. Richtig. Wie viel Prozent hat circa ein Erwachsener? Das ist weniger als bei den Kindern. Dann 40-50%. Ich sag ganz professionell 62%. Also ich sag mal 45. Ich sag 50%. Es war ca. 50%. Ja. Wie viel Wasser befindet sich in einem Körper von Kindern? Was? Wie viel Prozent befindet sich Wasser in einem von einem Kind? 10%. 10, keine Ahnung. Es trinken 15%. Ich sag mal ganz frech 17%. Ich sag mal so 30. Es ist ca. 60%. Tschüss.
Schabu. Okay. Das ist nur in meinem Leben gegessen. Darf ich jetzt pushen? Ja. Wie viel Wasser ist für den für die Gesundheit optimal? Also du meinst 10% oder wie? Nein, wie gesund 70. Nein, wie viel Wasser ist für die Gesundheit optimal? 70. In Liter, soll ich das in Liter jetzt sagen oder wie? Schätzhalb. 70%. Wie Wasser ist gesund, so gesund, was kann Wasser es? Wasser ist gesund so und so. Also Wasser ist sehr gesund. Kann das ich sagen. Das finde ich erstens. Zweitens, es ist nicht teuer, sondern man kann es irgendwo trinken, wo man es will halt. Es ist ja gratis. In der Stadt gibt es ja auch so, ja keine Ahnung, so wie... Mahmoud. So dort, wo man war, wie heißt das? Wasserkran, keine Ahnung. Nein. Wie nennen Sie das, Bruder? Diese Feuerwehr? Wallah, wenn Sie das so reingeben für Wasser. Wasser ist gesund. Wenn du kein Wasser trinkst, ja, dir wird schwindelig, du bekommst Kreislauf. Wasser muss man immer trinken. Mit Wasser kann man viel überleben. Ja, halt, ohne Wasser kann man nicht überleben, aber ohne Essen kann man schon ein bisschen überleben. Ja. Man muss mehr Wasser trinken. Und für Sport ist es natürlich sehr wichtig, Wasser zu trinken. Damit man nicht kollabiert. Wenn man kein Wasser trinkt, kann man irgendwie so, wenn man länger als 3 Tage kein Wasser trinkt, kann man im Krankenhaus sein. Und ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber wenn der Mensch mehr Wasser trinkt, dann lebt er auch länger. Habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Und wenn ein Mensch kein Wasser trinkt, er wird sehr schnell müde. Ihm wird halt schwindelig wieder, ja, und Kopfschmerzen wird er kriegen, er wird keine Kraft haben und keine Energie, seine Lippen werden trocken, ja. Er wird sehr müde, er wird kraftlos und... Ja, so. Deswegen empfehle ich an jeden Wasser zu trinken, das Beste. Und kein Pepsi oder so trinken. Ist ungesund, lieber Wasser, gesund. Die nächste Frage wäre eigentlich, was wäre passiert, wenn man kein Wasser getrunken hätte, aber ihr habt es eigentlich schon beantwortet. Kollabieren, auf jeden Fall. Kreislaufprobleme, schätze ich mal. Kreislaufsystem würde mal schön nach Alaska fliegen. Mond wird trocken. Und wollt ihr den Leuten, die nicht Wasser trinken, Tipps geben vielleicht? Ja. Wenn man zum Beispiel mit einem Partner zusammen ist und sagen wir, sie küssen sich jetzt. Ich meine es ernst. Diese Lippen, die werden ja so trockener und die Haut schält sich dann immer wieder. Vielleicht mag das der Partner nicht. Also sollte man eher lieber mehr Wasser trinken, damit das nicht passiert. Ja, und Wasser ist halt wichtig für den Leben. Für das Leben. Ja. Man sollte halt nur Wasser trinken. Ja. Man sollte mehr Wasser trinken, damit man mehr Kraft, mehr Energie hat und dass man mehr Sport machen kann und so. Und so weiter. Darf ich jetzt pushen? Wolltest du noch irgendjemanden grüßen oder etwas sagen? Ja, ich möchte auch grüßen. Erstens, okay, mach du weiter. Ich grüße Nelly und fertig. Okay. Ich grüße auf jeden Fall erstmal Schreib, Haris, Alex, alle meine Best Friends. Und natürlich will ich meinen YouTube-Kanal pushen. Abonniert alle Blair TV. Ja. Hinten verlinkt, in Infobox. Nochmal, bitte, ja, pushen, ne? Alle auf Insta folgen, se-428-. Dankeschön. Kuss auf Nuss. Natürlich abonniert mein Instagram auch, RazorBlert. Ja. Also ich grüße meine ganze Familie. Und Scheiß auf Insta, Carmen-Sammy, folgt mir alle. Ich folge zurück. Und du? Ich grüße seine Schwester und... und folgst mir auf Instagram. Ja, du hast 10 mehr Abonnenten als die. Unterstrich Mafiosi. Punkt unterstrich. Dankeschön. Ich sehe doch egal. Dankeschön fürs Zuschauen. Und ich will noch sagen, abonniert alle diesen Channel für weitere Videos. Lasst einen Daumen hoch, kommentiert und die Glocke aktivieren, um weitere Videos nicht mehr zu verpassen. Ciao. Und hier Kugelschreiber. Lauren. Bekommt ihr auch, wenn ihr sie trifft? Ja.
wenn ihr Glück habt. Abonniert Laurent Harisch auf YouTube-Kanal. Sehr, sehr wichtig für den Leben. Gönnt den Jungen seinen Erfolg. Ja. Der gibt sich schon Mühe, gönnt ihn seinen Erfolg. Und der kleine hübsche Junge, der braucht ja mehr Abonnenten, also abonniert den mal. Der Kleine braucht hier Motivation, der kleine Youngster. Also Dankeschön fürs Interview. Seid ihr mal aktiv? Sehr mit dem Mord im Bett. Danke für das Interview und tschüss. Kein Problem, kein Problem. Ciao. Ciao. Ich wünsche dir viel Erfolg. Viel Spaß und ich wünsche, ihr bekommt mehr Abonnenten. Ich wünsche dir. Right to 100k. Road to 1 tschüss. Wiedersehen. Und Alex, du kannst das machen mit deinen. Wow. Entschuldigung. Wow. Ich mach das mit deinen. Achtung. Wir gehen schon bis zu die Wand. Hallo Leute, willkommen wieder zurück. Und heute habe ich 3 Männer gefunden. Und ich werde den über Wasser fragen. Hallo, wie heißt du? Hallo, Ilias. Wie heißt denn du? James. Und du? Mein Name ist Chris Badabum. Haben Sie eine Abkürzung? Ja, das ist so mein Spitzname, wie Sie mich halt nennen. Christian. Ja, Chris. Ich nenne Sie Christian. Ich werde Sie jetzt über Sachen fragen, über Wasser. Also beginnen wir mit der Nummer 1. Wie ist Wasser wichtig für den Körper? Wen möchtest du denn fragen von uns drei? Sie. Naja, das ist sehr wichtig, weil ein Mensch kann ja, glaube ich, nur 3 Tage ohne Wasser überleben. Und jeder, der was herausfinden möchte, sollte mal versuchen, einen Tag lang kein Wasser zu trinken. Dann kommt man von selbst drauf, wie wichtig das ist. Und wollen Sie und wissen Sie etwas darüber? Ich weiß, ein Mensch besteht aus 95% Wasser und es kann sinken bis zu 70%. Ja, da ich der Letzte bin, Sie haben ja alles schon beantwortet, ich schließe mich nur bei denen an. Also das Wasser ist das kostbarste Gut und ist einem Menschen sehr, sehr wichtig. Wie viel Prozent Wasser hat ein Mensch circa? Ich glaube, das ist so 90-95% des Körpers. Genau, dasselbe sage ich auch. 92,9. Okay. Entschuldigung, Chef. Ich glaube ca. 75 und runter. Aber darf ich da? Internet sagt was anderes. Wirklich? Ja. Das habe ich nur in der Schule gelernt, Bücher und so. Schule hatten, ja, kann auch sein. Wie viel Wasser solltest du täglich trinken? Bis zu, also 2-3 Liter auf jeden Fall. Das ist eigentlich ein Muss, auch wenn sich nicht jeder daran hält. Genau dasselbe sage ich auch, 2-3 Liter. Ich schließe mich da nicht an, ich sage da 5-6 Liter. Wie viel Prozent hat wie viel Prozent Wasser hat ein Erwachsener circa? Ein was? Ein Erwachsener. Was soll er haben, wie viel Prozent? Wasser. Circa Wasser. Ist das nicht das gleiche, je nach Größe, ist ja wurscht, 95%. Aber die haben ein kleines bisschen weniger, glaube ich. Findest? Ich weiß nicht, ich glaube, je nachdem, ob du wächst oder nicht wächst, das Wasser bleibt immer das gleiche in deinem Körper. Ich glaube auch so 70-95%. Ja, ich schätze mal 80-90% ein Erwachsener. So. Wie viel Wasser ist für die Gesundheit optimal? Pro Tag oder allgemein? Allgemein. Ja, würde ich sagen zwischen 80-90%. Was war die Frage? Wie viel Wasser ist optimal für den Körper? Ja, 2-3 Liter. Ja, er geht davon ab, allgemein für den Körper, im Körper halt. Ja, 3 Liter. Welche Tipps haben Sie für die Leute, die nicht Wasser trinken wollen? Da gibt es keinen Tipp, da gibt es nur einen Muss und das ist Wasser trinken. Das ist klar. Wenn man kein Wasser trinkt, ist man nicht frisch, hat man keine Vitamine etc. Wasser ist sehr wichtig für den Körper.
Ja, also mein Tipp an die Leute, die was zuschauen gerade, jeden Tag Wasser trinken. Sollte man 3 bis 4 Gläser am Tag trinken, damit man keine Kopfschmerzen bekommt, damit man auch nicht verdurstet. Ja, also das Wasser ist... Gut. Wollen Sie jemanden grüßen? Nein, aber ich würde zum Schluss noch was sagen. Und zwar sollte jeder dieses Experiment machen, dass man 1 Monat lang nur Wasser trinkt, ohne irgendwelche Säfte, Cola, was weiß ich, Zuckersäfte oder Kaffee, ist ja wurscht. Probiert das einfach aus. Man ist so 50% fitter und gesünder, als man vorher ist. Das gilt für jeden. Das kann man probieren. Da stimme ich nur den Elias zu. Danke, super Interview. Danke für den Interview und begrüßen. Und wollen Sie jemanden grüßen? Ich? Okay. Wollen Sie jemanden grüßen? Da ganz hinten, Stonepark. L20. Sie können mal schauen, da sind alle meine Freunde. Die 2 grüße ich am meisten da. Ey, Kefale, Habibi. Und wen grüßen Sie? Ich grüße die Leute, die was alle da sind. Ja. Schöne Grüße an Kolumbien. Und danke für den Interview und tschüss. Gerne. Ciao. Ciao. Jetzt aber, oder? Du stellst immer und tschüss. Du stellst. Wir haben sehr viel Spaß und ich bin gerade der Fänger und will gerade den Alex fangen. Tschüss. Alex, komm her. Hallo Leute, wir kommen wieder zurück zu einem neuen Video. Heute habe ich einen jungen Mann gefunden und wie heißt du denn? Ich bin der Carlos. Hallo Carlos, ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen. Beginnen wir mit der ersten. Warum ist Wasser wichtig für dich? Wir brauchen Wasser zum Duschen, zum Trinken, zum Kochen, zum Waschen. Es ist unser wichtigstes Produkt. Wie viel Wasser brauchen Menschen täglich? Ich denke mal 2 bis 3 Liter. Ja. Was passiert, wenn man nicht Wasser trinkt? Ja, wenn es heiß ist, kann man dehydrieren. Es ist wichtig für unsere Gesundheit, es ist wichtig für unsere Haut, für unser Leben. Wasser ist sehr wichtig. Willst du jemanden grüßen? Ja, ich grüße meine Mutter. Danke. Hallo Mama. Danke für das Interview und tschüss. Ciao. Leute, da sind wir uns wieder und wir haben ein junges Mädchen gesehen. Wie heißt du? Ja, hallo Leute, ich bin's Anita und wir wollen heute ein Thema über Wasser reden und die liebe Antonia hat ein paar Fragen und machen lieber hier ein Interview. Okay, was ist die erste Frage, Antonia? Wie viel Wasser brauchen Menschen täglich? Also die Menschen brauchen schon 1 bis 2 Liter. Und es kommt drauf an, ob es Sommer ist oder Winter, aber ich komme und sage, Sommer braucht man mehr, weil es schon Hitze ist und man verliert halt mehr Wasser. Und bei Winter so 1 Liter, so 2 Liter. Ja, die nächste Frage, Antonia. Was passiert, wenn man nicht Wasser trinkt? Also es kommt an, wenn es jetzt Sommer ist, dann ist es schwindlig, weil man kann halt schwitzen und verliert halt Wasser. Und man braucht das einfach, wenn man es nicht hat, dann kann man schwindlig werden, man kann auch halt zusammenbrechen. Und im Winter, ja, braucht man auch. Nächste Frage. Willst du jemanden grüßen? Ja, ich will halt die lieben Fans grüßen und danke, dass ihr dieses Kanal abonniert habt, weil das ist der beste Kanal. Und wenn ihr noch mehr Videos haben wollt und schauen wollt, dann abonniert diesen Kanal und gebt dann ein Like. Auf Wiedersehen. Tschüss. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Ich hoffe, es gefällt dir. Lachen.
Das ist einer meiner engsten Pferde, gell? Ich kann Pferde gar nicht mal. Sehr schön. Sie haben es super gemacht. Wunderbar. Dankeschön. Hallo, ich bin Alex Harich und ich habe einen Junge gefunden. Hallo, wie heißt du? Ich heiße Ali. Ich habe ein paar Fragen für dich. Wie findest du die Menschen, die kein Wasser trinken? Das ist richtig ungesund und vielleicht wenn sie sterben, man weiß das nicht und so. Ja, und wie viel Wasser muss man am Tag trinken? Das ist ja, man weiß es nicht genau, das ist unterschiedlich. Duschen braucht man länger, da braucht man sehr viel, nicht sehr viel, aber viel Wasser. Und ja, ich denke nicht so genau, aber 5 Liter, 4 Liter so. Ja. Ja, willst du jemanden grüßen? Ja, meine Eltern, die Fans noch und ja, meine Geschwister. Ja, tschüss. Hey guys, ich bin PewDiePie. Hallo Leute, wir kommen wieder zurück. Ich habe zwei von meinen Freunden. Ich werde denen jetzt über Wasser fragen, Sachen fragen. Und aber in Österreich gibt es sehr viel Alpen und so. Deswegen bekommen wir sehr viel gesundes und sauberes Wasser. Und bei anderen Kontinenten, Länder gibt es verschmutztes Wasser und das ist leider nicht sehr schön, das ist nur gefährlich. Das ist nicht schön und gefährlich. Also beginnen wir erstmal mit den Fragen. Wie findest du hallo, wie heißt du? Ich heiße Esmat. Und du? Ich heiße Ali. Ich werde euch jetzt fragen, warum ist Wasser wichtig für euch? Weil wir können Wasser trinken, das ist uns gesund. Ohne Wasser kann niemand leben. Deswegen sind Wasser auch, wenn die regnen, von Wolken kommt die Wasser in Berge, von Berge kommen, dann trinken wir sauberes Wasser in Österreich, ja. Wir brauchen für Kochen, für Waschen, für Duschen, dass man nicht schmutzig wird oder so krank wird. Wasser ist sehr gesund. Wie viel Wasser brauchen Menschen täglich? Ich sag mal, im Sommer schon sehr viel, weil da schwitzt man und es ist sehr heiß. Es war einmal in Österreich 34 Grad und es war sehr heiß, deswegen trinkt man sehr viel im Sommer Wasser. Ja, das hat er recht. Und beim Winter eher weniger, aber beim Duschen braucht man sehr viel Wasser. Also verschwendet man schon viel Wasser und trinken. Was passiert, wenn man nicht Wasser trinkt? Es kann passieren, dass auch die Tiere und die Menschen nicht überleben konnten. Und die Pflanzen, Bäume, Pflanzen sind sehr wichtig. Ohne die kann man nicht leben. Ja, und das ist so wichtig. Wollt ihr noch jemanden grüßen? Ja, ich grüße die Fans, die jetzt anschauen. Und nicht vergessen, abonnieren und in allen Videos, die wir gerade machen, ein Like geben. Das wünsche ich auch und alle Fans, abonniert, liked und ja, ich grüße alle einfach. Danke für das Interview und tschüss. 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 Und tschüss. Hallo liebe Leute, und da sind wir wieder und ich habe Fahrrad gefahren. Und ich habe sehr viel Wasser getrunken und jetzt bin ich wieder durstig und jetzt trinke ich. Und jetzt rede ich mit Anita.
wie findest du Wasser? Also Wasser ist gesund für das Körper, wir brauchen das. Ist gesund für unser Blut und für Gehirn und ja. Wie viel Wasser haben Menschen in ihr Körper? Also ich glaube schon, dass sie die 50% haben, weil das andere ist Blut und das andere, ja. Nächste Frage. Okay. Wie findest du, dass die Leute kein Wasser trinken? Also es ist halt sehr ungesund und man braucht das, also generell im Sommer braucht man das mehr, weil man schwitzt und darum braucht man das. Okay. Wozu ist Wasser da? Wasser, also man trinkt und es gibt halt mehr Energie. Wenn man halt Sport macht, dann schwitzt man. Dafür braucht man Wasser und Wasser ist einfach generell gesund. Was macht Wasser? Also Wasser gibt uns Kraft und ja, es ist halt sehr gesund, gesunder als Cola und Fanta und alle Zuckergerichte, Säfte. Wollen Sie jemanden grüßen? Ja, ich grüße halt meine Eltern und meine Freunde und auch alle Fans, die diesen Kanal abonniert haben. Und danke für die Abonnation. Tschüss. Hallo, jede Kinder müssen Wasser trinken, weil ohne Wasser könnte es gefährlich sein. Jeder bei der Welt muss Wasser trinken, sonst ja. So, und jetzt beginne ich mit Fragen. Hallo, jeder muss Wasser trinken. Und ich bin Fußballspieler, spiele bei Columbia und ich trinke viel Wasser. Hallo, wie heißt du? Ich heiße Sina. Ich heiße Alex. Wie wichtig ist Wasser? Also, von mir aus... Wasser ist sehr gesund. Man muss sehr viel Wasser trinken, um man gesund bleibt. Ja. Wie viel Wasser muss man am Tag trinken? Ich glaube 1 Liter bis 2 Liter. Ja, 2 Liter. Willst du jemanden grüßen? Ja, ich grüße meine Freunde und meine Familie und meine Brüder und alle. Ja, tschüss. Jetzt hast du das bye. Bye. Johnny, Johnny, bye, bye, bye. Hallo, alle müssen Wasser trinken. Ich trinke viel Wasser und jeder muss sehr viel Wasser trinken. Und immer muss man bei einem Tag 4 Gläser trinken. Ja. Und Wasser ist auch gesund. Tschüss. Hallo Leute, willkommen zum Ende des Videos. Wir wollten euch jetzt nur erklären, wieso wir das Thema Wasser genommen haben. Wir wollten die Leute erinnern, die nicht Wasser trinken, das ist nicht wirklich gut, weil deine Haut wird sich verschlimmern, dein Gehirn funktioniert nicht mehr so, wie es früher war und du wirst trocknen und das wird nicht sehr gut, weil dann wirst du sterben und wir wollen ja dann sterben, deswegen trinken wir sehr viel Wasser, so ist es besser für uns und wir gesünder. Nimm uns doch die Chance. In Österreich gibt es die Alpen, wo wir gesundes Wasser bekommen, sauberes. Und wenn ihr nicht die Chance nutzt, seid ihr schon. Wasser trinken ist ein Muss. Es ist gesund, wichtig und gehört ein. Ist ein Stück von unserem Leben. Deswegen geht's, trinkt Wasser. Überhaupt in dieser Hitze-Sommer immer sehr viel Wasser trinken. Und wenn ihr Sport macht, im Heißen sehr viel Wasser trinken. Weil
dann wird euer Körper besser fühlen, ihr seid sportlicher und fitter und ihr habt immer mehr Lust, Sport und Sport zu machen. Und wenn ihr wissen wollt, wie es sich anfühlt, kein Wasser zu trinken, macht eine Challenge, einen Tag ohne Wasser ausgehen und dann werdet ihr sehen, wieso ihr Wasser braucht. Und deswegen danke fürs Zuhören und tschüss, wir sehen uns im nächsten Video. Bye.